So, Hallöchen, hallo, ein allerletztes Mal bei der Northgard-Kampagne. So habe ich es jetzt beschlossen, dies wird jetzt die letzte Folge. Ich glaube nicht, dass hier noch viel dazwischen kommt. Ja, es greift mich ab und zu noch ein Torger an, das ist auch ganz süß an sich. Ihr braucht euch da nicht drum kümmern, hört auf, euch umbringen zu lassen, das ist alles gut hier. Brauchen wir uns nicht drum kümmern. So. Ich habe nur ein Feld. Achso, die zählen da immer nicht rein. Ja, aber hier, der Fischer wird schon geheilt. Das heißt, hier oben, die sind alle fit. Wunderbar. Sammeln. 24er Trupp. Ah, mein Verteidigungsbärchen ist natürlich nicht da. Mein Verteidigungsbärchen ist ja auch ein Verteidigungsbärchen. Das schicken wir mal zwei rein. Ich habe schon wieder drei Dorfbewohner. Jetzt auf einmal läuft's, weißt du? Da könnte ich jetzt aus Spaß an der Freude eigentlich sagen, okay, warte mal, ich habe doch hier hinten... Da. Kannst du mir leisten. So, wo sind meine drei Doofbewohner? Hier. Alle Mann mitkommen. Hierher. Machen wir halt noch ein bisschen Militär, ne? Was soll's? Wollen wir nicht gegeizt hier? Will er jetzt auch nicht hier einmarschieren und dann ist plötzlich hier die Folge nach, keine Ahnung, zwei Minuten rum oder so? Dann muss ja jetzt auch nicht sein, ne? So, da seid ihr. Einer hier, einer da, einer da. Wunderbar. Zack. Ich mach Nahrungsmiese. Ich habe auch nicht mehr allzu viel Nahrung übrig. Macht aber nichts. Brauchen wir auch nicht. So, 28. Dann schauen wir doch mal, wo wollen wir denn? Hier hinten kommen wir nicht rum, ne? Wir müssen hier vorne durch. Hier ist das gesamte Militär. Ich spazieren wir mal darüber. Oh, da werden sie auch gleich nervös, sehe ich schon. Hat auch seinen Mufti noch. So, stelle ich mich mal einfach mal hier in den Acker. Gucken wir mal, was passiert. Und ich habe schon wieder einen neuen Dorfbewohner. Ist ja nett. Wie es auf einmal läuft hier. Na, kein Interesse, dieses Gebiet anzugreifen? Nö, weil wir bisher noch keinen... Oh doch, der kommt. Der kommt. Ah, scheiße, er rennt direkt wieder weg. Schade eigentlich. Ah, komm, was soll's. Ruf auf die Mutter. So, Bärchen lassen wir mal weg. 26, ich glaube, ich habe einen verloren. Ja, das hat negative Auswirkungen, ich weiß. So, wir lassen
wieder einen Verteidigungsmann zurück. Ah, ich kann ihn noch nicht weiterziehen. Richtig. Das erste Mal hier das Ding einnehmen, ausnehmen, wegnehmen. Na gut. Jetzt darf ich. So, und da haben wir doch auch schon das finale Camp vor unserer Nase. Der steht da immer noch da oben rum. Mit seinen vier Mann. Was soll's. So, 3, 2, 1, meins. So, dann werden wir Gunnar jetzt auch erledigen. Ja, sehr bedauerlich das. Wirklich sehr bedauerlich. Tja, was will man da machen, ne? Ach, das haben wir jetzt. Dankeschön, nicht, dass ich es nötig hätte. Nicht mehr, nicht mehr. Was haben wir zwischenzeitlich gekämpft? Was ging die mir auf den Sack zwischenzeitlich? Was war ich echt, also wirklich kurz davor zu sagen, leck mich doch am Arsch, ich habe keine Lust mehr. Ja, aber tatsächlich mit den ersten 1-2 Gebieten, die wir eingenommen hatten, beim Thorsten, hat er sich dann erledigt. Da konnte er mir dann nichts mehr. So, das war Gunnar. Tschüss, Gunnar. War schön mit dir. Damit steht der Kollege hier oben mit dem Rücken zur Wand. Ich komme zu Besuch. Hallöchen. Hallo, Höfnun. Oder wie komisch du auch heißt, ist mir egal. Du bist des Todes. Verpiss dich, du Arsch. Du Grund für die Kampagne. Jawohl. Schubst ihn die Klippen runter. Endlich. Endlich habe ich euch in die Enge getrieben. Höfnun, ihr habt verloren. Ragnarök ist ausgeblieben. Eure Taten, sie waren umsonst. Ja. Er gehört euch. Erledigt den Dreckskerl. Seht, der Feigling ergibt sich. Tötet ihn trotzdem. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen, ihr Schuft? So viel Leid und wofür? Nun, er hat ganz offensichtlich nichts zu seiner Verteidigung zu sagen. Eure Rache ist in Reichweite, Gebieter. Ihr habt ganz offensichtlich den Verstand verloren. Obwohl euer Ende bevorsteht, wagt ihr es mir ins Gesicht zu lachen? Ich werde euch von eurem Elend erlösen. Ihr seid siegreich, Hochkönig. Doch er kommt trotzdem zu spät. Ja! Ja! Wedrung was finally in my grasp. He had failed, and we were the victors. Or so I thought.
Just as I was about to end his miserable life, Vedrung smiled peacefully, betraying no hint of regret or bitterness. "You are victorious, High King," he said, "but you still arrived too late. Bifrost may still stand, yet the world tree has been shaken to its roots. You think you prevented Ragnarok. I say we are in the midst of it." He went on, "My work here is done. The men may not yet be free from Odin's yoke, but they now know that defiance is an option. This is the dawn of a new era. Do what you will with me, spare me or kill me, it matters not." Why those words pierced my soul, I shall never know. I suddenly lost all will to kill him, realizing how futile it would be. It would never bring my father back, and he was right. Ragnarok was happening. Or rather, it is happening. This is a new era indeed. Our story is not over. It is only beginning. Northgard needs to heal, and we will be here to tend to its wounds. So, this continent we once called untamed and hostile, we shall now call it home. Ah, ich mag es doch ab und an, so muss ich sagen, Abspann zu sehen. Ach, schön. Ja, Etienne, danke für diese tolle 3D-Grafik, hast du gut gemacht. Stefane, deine Animation war ein Traum. Ja, Jeremy, Etienne, Elodie, Anais, und noch, sag mal, die heißen ja alle Etienne bei denen. Grafikdesign made by Etienne, Etienne und Etienne. Nee, wirklich schön, wirklich schön. Northgard an sich ist sowieso ein, muss ich sagen, tolles Spiel, schönes Wirtschaftssimulation oder wie man diese Spiele so nennt, sehr schön. Musik ist auch toll bei dem Spiel, muss ich sagen, gefällt mir auch sehr gut. Nee, doch, es ist schön, es ist putzig gemacht, es ist... Und ich muss auch sagen, die Kampagne war im Gesamten wirklich großartig. Gab 1, 2, danke fürs Spielen, gerne, wirklich sehr gerne. Kobolds! Gab 1, 2 Momente, wo es mich tierisch genervt hat. Jetzt gerade am Ende, wenn wir als Ragnarok has only just begun. Ja. Zack, okay, das wollte er mir nochmal gesagt haben, dankeschön. So, aber doch eine sehr schöne Kampagne, sehr abwechslungsreich, sehr kreativ gestaltet, schöne kleine Geschichte drumherum, auch hier mit diesem Würmchen und so und mit dieser Eiswelt, auch das fand ich sehr geil hier, diese Eiswelt mit diesen eingefrorenen Monstern, die nach und nach auf einen zukamen. Also wirklich sehr viele kreative Elemente mit drin, sehr abwechslungsreich gestaltet. Schöne Geschichte, schöne Kampagne. Auch schön, dass man wirklich alle Völker mal durchgespielt hat und also, dass es immer wieder Möglichkeiten gab, zwischendurch sich selbst zu entscheiden, welches man dann gerne wählen möchte. Im Gesamten war die Entscheidung hier doch gut, mit der Bärin am Ende zu spielen. Das hat, glaube ich, die Situation gut gerettet. Ja. Was lernen wir daraus? Gar nichts, darum geht's aber auch nicht. Naja, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben so ein bisschen Einstieg und dann haben wir einen Handelssieg mussten wir machen, einen Ruhmsieg, Verteidigung und Angriff und alles. Alles war eigentlich so ziemlich alles irgendwie drin. Alle Völker, alle Siegbedingungen, alle Variationen. Sehr nice. Wirklich, wirklich sehr, sehr nice. Hat mir gut gefallen.
ich kann es nur weiterempfehlen. Natürlich auch hier als Einzelspieler oder als Mehrspieler, wenn man das möchte. Da kann man sich auch immer lustig, fröhlich auslassen. Hier haben auch mal die ganzen Mitwirkenden noch einmal. Es sind auch wirklich sehr wenige Leute. Also ein schönes Projekt, ein schönes Spiel. Aus nur einer Handvoll Menschen. Sehr, sehr schön. Ich bin Krieger. Ich habe schon 16 Spiele gewonnen. 128 Festmähler organisiert, 151 Häuser errichtet, 18 Bären getötet und 145 Zivilisten verloren. Hoppala. Ja, oh hier, ich habe hier schon die Hirschclan-Bronzemünze. So viele Spiele gemacht und schon so viele auch verloren. Oder zählt hier immer nur, wenn ich selbst gewinne? Also selbst wenn du jetzt, wenn ich Hände zusammenspiele und Hände gewinne, zählt das dann nicht, oder wie? Naja, als Wolf habe ich eigentlich alle Spiele gewonnen. Bis auf das allererste mit Timo oder ganz damals, Anfang des Jahres. Da haben wir kapituliert. Aber die anderen weiß ich gar nicht mehr. Na doch, ich hatte auch zwischendurch mal 1-2 Spiele. Eben hatte ich zwischendurch mal probiert. Das ging auch immer schief. Ich habe 2 Spiele als Ziege gespielt. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Warum habe ich so viele Spiele nicht gewonnen? Naja, wer weiß das schon, wer weiß das schon. So, gut. So. Ich verabschiede mich dann jetzt an der Stelle. Ich weiß gar nicht, ich hatte glaube ich um 12 angefangen. Jetzt ist es 3:30. Also so viel zum Thema. Ich mache mal ganz kurz noch die letzte Kampagne durch. Ich habe fürchterlich Hunger, muss seit Stunden was essen. Aber gut, wer hätte es gedacht. Vielen Dank fürs Zuschauen, für die paar wenigen, die es getan hat. Wie gesagt, gönnt euch das Spiel. So teuer ist es glaube ich. Ich habe den Preis gerade nicht im Kopf, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es macht tierisch Spaß. Die Kampagne ist eine schöne, runde Sache, haben sie schön gemacht und auch im Einzel- oder Mehrspieler zwischendurch immer mal wieder nett, auch durch die verschiedenen Siegbedingungen, die man hier machen kann, wo man sagt, okay, ich habe nicht so viel Zeit, machst du hier mit Weisheit und Handel, also auch so ein Spiel mal ruckzuck in ein paar, zu so einem knappen Stündchen oder so erledigt. Wunderbar, wunderschön, gut. Ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Nö. Viel Spaß noch mit Ragnarök. Da könnt ihr euch jetzt mit rumschlagen. Mein Problem ist das nicht mehr. Ich habe meine Mission erfüllt. Mit Hängen und Würgen zwischenzeitlich, aber erfüllt. Ich bin zufrieden. Habe die Ehre. Schönen Tag noch. Und ja. Bis zum nächsten Projekt oder bei was auch immer. Tschüssi.